Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Death Stranding. Ich habe ja immer noch die olle Bombe an Bord. Nach etlichen Versuchen habe ich es jetzt doch den Berg runter geschafft. Der Geologe sitzt hier genau am Hang. Super. Da ist seine Hütte. Müssen wir nur sehen, wie wir hier clevererweise vernünftig hinkommen. Und dann zumindest das erste abliefern können. Ah, hier geht's. Ah, das sieht auch gut aus. Ihr wollt nicht wissen, wie oft mir die Bombe hochgegangen ist. Das Schlimme ist, man konnte halt wirklich nichts mehr sehen. Das habt ihr ja vermutet schon, dass das nicht leicht wird, sicherlich. Es war unheimlich viel Schnee. Alles nur weiß. Das sieht man hier gar nicht mehr. Jetzt ist irgendwie alles vorbei von diesem Schneesturm. Aber egal, wir haben es geschafft zum Geologen. Jetzt können wir das erste, was wir hier auf dem Rücken haben, auch erstmal loswerden. Hoffen, dass er sich verbinden lässt, damit wir hier ein bisschen neue Kletterverankerungen herstellen können. Ich habe nämlich echt ganz schön viele verbraucht. Das Zeug auf dem Rücken sollte gut aussehen. Seht, dieser Ende der Weltkram. Ich habe die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hatte mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden. Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank. Ja, die Bots haben natürlich wieder eine Menge Schaden verursacht. Aber war uns ja fast klar. Das kennen wir ja schon. Oh, ja. Na schön. Wärst du so frei? Aber jawohl, wir müssen neue Ausrüstung herstellen. Kletterverankerung 2. Super. Sie ist länger vom Seil oder einfach nur stärker? Und plötzlich bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Riss da?
Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In ferner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylit entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreidepaläogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das chirale Netzwerk hat Daten gerettet, nach denen man in Schichten, die mit anderen Aussterbeereignissen korrespondieren, ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des chiralen Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Okay. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Ja, gucken wir mal. Okay, ach ja, dann sollen wir es in der nächsten Station mitnehmen, aber wir können trotzdem ein paar Bots losschicken. So, wird wahrscheinlich sowieso wieder nicht so gut ankommen, aber egal. Setze autonomen Lieferbot ein. Ein paar Pünktchen gibt es. Likes auch. Nur weil die nicht zu schwer beladen, schaffen sie es wenigstens unter 100% Schaden. So, was ich jetzt machen werde, ist einmal dieses Reparaturspray nehmen. Und dann wird hier auf die Bombe gesprüht. So. Auf den Lastenschweber. So. Dann sagen wir mal, das, was wir nicht mehr brauchen, wird recycelt. Und nämlich das hier. Come back. So. Das Reparaturspray, was wir genommen haben, kann jetzt weg. War hier oben noch was? Ja, das ist jetzt im Regal. Okay. Das heißt, eine Kletterverankerung haben wir von den anderen noch. Fracht wird geliefert. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir nehmen uns jetzt eine neue Kletterausrüstung mit hier. Kletterverankerung. So. Nehmen wir da zwei von mit. Was soll der Geiz? Haben wir noch. Ach ja, hier Reparaturspray nehmen wir auch mal. Nehmen wir nochmal was mit. So, und dann sagen wir jetzt mal die Bombe rauf auf den Rücken. Und den auch. Wobei, ne, den ziehen wir einfach so hinter uns her. Sagen jetzt aber noch, ja, optimieren. So. Jetzt hat er natürlich mehr zu tragen. Oh, ja, nee, das geht gar nicht. Okay, nee, Sam, das müssen wir doch auf den Lastenschweber packen. So. Ist dann doch zu schwer. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ach, wir haben das Ding noch gar nicht befestigt. Sollen wir mal machen hier? So. Dann ziehen wir uns hier eine neue Markierung gleich. Hier die Markierung mal wegnehmen. Nee, so nicht. Falsche Taste. Nochmal. So. Wir müssen jetzt
habe ich denn jetzt gemacht? Fracht verwalten? Nee, wollen wir nicht. Da. Hin. Oh Gott, der Weg. Naja. Sieht nicht ganz so weit aus, aber da sind zwei solcher. Die werden wir jetzt auch mal nutzen. Habt ihr gesehen? Da sind zwei solcher. Ich mache jetzt da den Weg hin, ganz einfach. So. Alle Markierungen mal weg. Schwupp. Hier so ein Ding. Da ist eine Seilrutsche. Und mal kurz gucken, wo wir lang müssen. Das ist bestimmt hinter dem Haus jetzt hier. Ja. Ja, jetzt sehen wir ein bisschen besser aus. Müssen wir natürlich kurz die Seilrutsche auf dem Rücken tragen. Nicht die Seilrutsche, die Bombe. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Und einer Flügeler stehen lassen. Wacheneinschränkung aufgehoben. Da ist auch schon unsere Markierung. Also wenn jetzt hier schon solche Seilrutschen verfügbar sind, dann nutzen wir die auch, oder? Ich kann es nicht oft genug betonen, wie froh ich bin, dass ich online spiele. Dadurch kann man sich halt die ganzen Sachen teilen. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Wärmepads aufzuladen. Irgendwie. Müssen wir halt durchhalten, ja, bis wir beim nächsten sind. Und packen dann einfach neue an Sams Schultern und ja, da ist was. Teil. Packen wir einfach neue Wärmepads an den Sam ran. Da ist nämlich unten alles leer. Oder das ist der Akku vom Geländeskelett, das kann natürlich auch sein. So, liebe Seilrutsche, wo bist du denn? Ach, wir sind da. Das sind gar nicht die Wärmepads, das ist der Akku von Sam. Der ist leer. Dadurch bewegt er sich auch nur so mühselig voran. So, jetzt müssen wir die Bombe doch auf den Rücken verfrachten.
Den Schweber auch. So. Ist jetzt kurzzeitig recht schwer. 3 Kilo zu viel. Ich hoffe, dass wir da einen guten Weg abgekürzt haben. Die Bi hat's gefallen. Und jetzt machen wir gleich wieder das Frachtmenü auf. Damit der Sam hier nicht diesen doofen... So, den laden wir ab. Und die Bombe auch. Die kommt auf den Schweber. So. Oh, schaut mir diesen riesen Kristall an. Den nehmen wir mit. Jetzt gucken wir wieder auf die Karte. Da müssen wir hin. So weit ist es jetzt gar nicht mehr. Ja, der Akku von Sam ist komplett leer, aber das laden wir auf. So. Wow, nicht so schnell. Akku leer. Ja, wir müssen ihn aufladen gleich. Da vorne ist schon das Ziel sichtbar. So, da vorne ist er, der Paläontologe. Oh mein Gott, ist er nicht so schnell hier. Jetzt nicht auf die letzten Meter. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Kraft geprüft. So, oh. Oh, geschafft. Und los geht's, ja. Didi. Fracht wird geliefert. Besten Dank, mein Freund. Dank dir können wir die Grabung endlich fortsetzen. Ich schwöre dir, dieser Ort ist selbst ohne Erstickungsangst schon schlimm genug. Das weißt du natürlich. Du hast ihn ja transportiert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie. Oh, 0% Schaden. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie wenigstens ein bisschen
was abgekriegt hat. Wir sind jetzt großartiger Transporteur. Wurden befördert. Du kannst so lange das chirale Netzwerk einrichten. Sauerstoffmaske. Oha. Neue Blutgranate. Naja, jedenfalls muss ich dich um etwas bitten, Sam Bridges. Ein lokaler Bote sollte etwas sehr Wertvolles herbringen. Er hat es aber unterwegs verloren. Es handelt sich um einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, der ihm zufolge noch lebendig aussieht. Er ist wohl in einem zuvor unter einem Gletscher verborgenen Geröllfeld über ihn gestolpert, aber es kommt noch besser. Laut seiner Aussage verfügt dieser Ammonit über eine Nabelschnur. Eine Nabelschnur? Ich bin zwar eher skeptisch, aber das Exemplar muss untersucht werden. Und das überlasse ich keinem Amateur. Also habe ich ihn gebeten, ihn einfach in der kompletten Gesteinshülle zu mir zu bringen. Natürlich wollte ich den Ammoniten mit Gleichaltrigen aus der Gegend vergleichen. Deshalb ließ ich ihn mehrere davon ausgraben, zusätzlich zu dem, von dem er mir erzählt hatte. Aber was macht dieser Vollpfosten? Er verliert die ganze Lieferung. Er war noch nicht mal so pfiffig, den Behälter zu kennzeichnen, der den Ammoniten mit der Nabelschnur enthält. Die Fracht soll im Gebiet südwestlich von hier verloren gegangen sein. Dort bilden sich häufig giftige Gase. Und dann behauptet der Typ noch, sein Frachtscanner sei kaputt und er könne die Lieferung nicht bergen. Aber du kannst ihn bestimmt aufspüren. Zum Schutz vor den Dämpfen bekommst du eine Sauerstoffmaske von mir. Sicherheitshalber. Bekommst sie, wenn du den Auftrag annimmst. Dieses Fossil könnte eine epochale Entdeckung bedeuten. Es gibt zwar lebendgebärende Fische, aber ein Ammonit mit Nabelschnur ist gänzlich unbekannt. Und ist er tatsächlich 200 Millionen Jahre alt, fällt das mit dem Aussterben an der Trias-Jura-Grenze zusammen. Das ist ein weiteres von den großen fünf. Könnte die Nabelschnur mit dem Strand verbunden sein? Wir müssen diese Fracht um jeden Preis bergen. Sie könnte unser Verständnis der Mechanismen des gestrandeten Todes deutlich verbessern. Wir sind so nah dran, so unglaublich nah dran, die wahre Natur des Phänomens zu erfassen. Beeilung, Sam. Dieser Ammonit darf nicht verloren gehen. Ja, den holen wir aber erst beim nächsten Mal. Sam ruht sich aus, lädt den Akku auf und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.